In unserer heutigen Sendung geht es um zwei ganz spezielle Menschen. Mit ihrem YouTube-Kanal haben sie vor kurzem die 500 Abonnenten erreicht. Doch in ihrem Inneren sieht es ganz anders aus. Die beiden haben ein Problem. Sie sind filmsüchtig. Was genau das bedeutet und wie sie ihr Leben mit dieser Last bestreiten wollen, wollen wir herausfinden. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten TV. Schulz, magst du uns denn vielleicht einmal erzählen, wie das Ganze angefangen hat? Na klar. Es hat natürlich angefangen, wie alles angefangen hat. Harmlos, als mein Bruder und ich nicht nur Hörspiele gekauft haben bei Kaisers, sondern wir uns eben auch 30 Mark zusammengespart haben und uns die erste VHS geholt haben von Titanic. Und auf einem harten Pflaster wie Berlin kann so etwas schon der Anfang vom Ende sein. Ist diese VHS-Kassette denn noch in deiner Sammlung zu finden? Nein, natürlich ist sie nicht mehr zu finden, weil es irgendwann halt auch nicht mehr gereicht hat und ich ein bisschen was Härteres brauchte. Okay, ich verstehe. Würdest du dich denn selbst als filmsüchtig bezeichnen? Ich würde eigentlich sagen, dass ich damit jederzeit... Was ist denn auf dem Handy so wichtig? Ja, ist blöd, aber ich biete gerade bei eBay auf die Mental Edition von Blade Runner. Was für viele ein absoluter Irrsinn ist und auf Unverständnis stößt, ist für Schulz Normalität. Er sammelt mehrere Editionen von ein und demselben Film. Und meinst du aber nicht, eine Edition hätte gereicht? Von Einsicht ist hier keine Spur. Schulz befindet sich in einer brenzligen Lage, die ihm selbst nicht bewusst zu sein scheint. Schulz, was meinst du? Wie weit fortgeschritten ist deine Sammelleidenschaft bereits? Nun ja, ich sag nur so viel. Es gibt zu vielen Filmspiele oder auch Comics. Jetzt nehmen wir auch Becker unter die Lupe und schauen uns bei ihm zu Hause um. Der Flur verrät einiges über seinen mentalen Gesundheitszustand. Becker, wie erklärst du dir die missliche Lage, in der du steckst? Siehst du vielleicht eine Verbindung zur Vergangenheit? Also, so ganz kann ich mir das halt auch irgendwie nicht erklären. Ich hatte eigentlich wirklich eine sehr behütete Kindheit. Ich bin in Brandenburg im Spreewald, bin ich groß geworden. Es gab da halt, also, da waren halt überall Gurken, aber ja, nirgendwo ist es halt perfekt. Ja, und dann bin ich mit 10 Jahren nach Berlin gezogen und dann habe ich ihn kennengelernt. Hey! Magst du Filme? Schulz, meinen Sie nicht, dass Sie gewissermaßen mitverantwortlich sind, dass die Sammelleidenschaft von Becker weit über Filme hinausgeht? Also mir fällt wirklich nichts ein, was das beeinflusst haben könnte. Nee, mir fällt da wirklich gar nichts ein. Nein, wirklich nicht. Eine Frage hätte ich da noch. Gibt es eigentlich noch was anderes als Filme in deinem Leben? Ja klar, ich meine, Filme sind nicht alles. Kennen Sie John Williams? Was du hörst, ist doch aber nicht das, was du summst. Nee, ansonsten könnten Sie ja Ihr Video nicht monetarisieren. Schulz, was mich noch brennend interessieren würde, ist... Wie stemmst du dieses Problem eigentlich finanziell?
Genau da ist ja der Haken. Denn ich persönlich sehe darin ja gar kein Problem. Ja? Ich gebe mein Geld halt für Filme und Comics, für Spiele aus, für Soundtracks und andere eben für Fußballstadien oder Konzerte oder sonst was. Und dann muss ich bei anderen Sachen eben zurückstecken. Wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. Ja? Dann gibt es halt einfach mal Toast mit Ketchup. Ja, also ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Ich kann kaum schon meine Miete bezahlen. Bei Dune, um zu Dune ins Kino zu gehen, musste ich meine 400 Euro Game of Thrones Box verkaufen und dann meine King of Queens Box für den zweiten Kinobesuch. Während Becker nervlich am Ende scheint, stöbert Schulz munter im Internet herum. Schulz, wie viele Artikel befinden sich denn derzeit in deinem Warenkorb? Es müssten aktuell 726 Artikel sein. 726? Ja, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Während Schulz nun die komplette Kontrolle über sein Leben verloren hat, ist der einzige soziale Kontakt, den Becker noch hat, der Amazon-Kundenservice. Ja, hallo? Ja, Becker, mein Name. Bin ich da beim Amazon-Kundenservice? Kundennummer möchten Sie haben. 555 Nase. Warum ich so erregt bin? Sie haben mir ein Steelbook geschickt, was komplett zerkratzt und zerbeult ist. Ich meine, hat Ihr Fahrer Lack gesoffen oder was? Ich schwöre Ihnen, ich ziehe vor den Europäischen Gerichtshof. Es kann ja wohl... Da rufe ich nochmal an. Hallo, Becker, mein Name. Jo, Digga, denkst du dran? Dadurch, dass ich ja jetzt Prime mache, musst du halt Netflix übernehmen. Ja, und ich hab Disney Plus. Ja, aber ich hab ja schon Sky. Ich hab Join Plus. Aber du vergisst ja, dass ich Apple auch schon bezahle. Und was ist mit Hulu? Gut, alles klar. Dann komm einfach vorbei. Aber vergiss dein Portemonnaie nicht. Ja, okay, alles klar. Bis gleich. Hey, was geht, Alter? Hey, wieder bei Becker zu Hause angekommen, sehen wir, was die beiden sich haben einfallen lassen, um das Loch im Portemonnaie zu stopfen. Sogar bei den Snacks und Getränken wird keine Ausnahme geduldet. Becker und Schulz, was glaubt ihr beide? Wird sich in Zukunft etwas ändern? Also ich persönlich glaube, dass sich in Zukunft nicht wirklich viel ändern wird. Also ich hoffe inständig, dass sich einiges ändern wird. Ja, nun wieder. Am Ende war nur er drauf, oder? Nee, ist auch auf Ja? Ja. Okay. Jenny! Kannst. Aufstellung. Egal, mein Name. Ich weiß nicht, ob das zu knapp ist mit dem Lachen jetzt.